So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Opas alten Bauernhof. Wollen wir mal gucken, was die zwei Jungs machen hier? Ich habe jetzt Kaffee gekocht. Wie wir sehen, es ist eine einige Zeit vergangen. Wir haben jetzt mittlerweile schon Oktober. Der Vorgarten hier ist schon ein bisschen restauriert worden, ja. Hier steht der Trabant. Der schöne. Mal gucken, wo die beiden sind, wo sie sich hingelegt haben. Oh, tut zu, es regnet. Marcel, Philipp, aufstehen. Ja, was los? Oh, Hey, aufstehen, oh, ihr schlafen ach, jetzt. hallo. Oh, moin. Moin, moin. Boah. Oh, 8 Uhr noch früh, Jungs. warum wächst du uns schon? Na, ich habe euch was Schönes mitzuteilen. Boah, was, du hast uns was mitzuteilen? Was denn? Ja, na, ich habe ein bisschen Ja. gearbeitet. Ja, du arbeitest die ganze letzte Woche. Naja, ihr wart ja die letzten Woche nicht da. Wart ja nur jetzt mal hier übers Wochenende da und jetzt wollt ihr euch was zeigen. Vielleicht seht ihr das ja schon, wenn ihr hier auf der Terrasse rausgeht. Wenn wir mal die Moment. Tür aufmachen, könnt mal hier auf der Terrasse rausgehen und mal den Vorgarten angucken. Wow. Oha, da war ja jemand Ist zwar fleißig. erstmal provisorisch, Ich weil. habe gestern Abend ja gesehen, wo ich gekommen bin. Ja, war ja auch dunkel. Es war erstmal provisorisch, weil Asphalt ist momentan zu teuer. Na. Dafür haben wir das Geld nicht. Da haben wir jetzt erstmal Schotter genommen und haben halt erstmal ein bisschen mit Schotter drüber geschrottet und haben uns eine Planierwalze geholt und haben halt damit den Schotter verdichtet. Na. Und Okay. die ganzen Büsche und so hier alles weggesäbelt und. Und da drüben sind auch die Büsche weg. Ja, ich habe ein bisschen was gemacht in der letzten Woche jetzt. Nicht schlecht. Mensch. Kaffee ist auch unten schon in der Kaffeemaschine, Oh, könnt ihr ich euch bin der nehmen. Erste. Weg. Oh. Oh, Ich tja. fahre dann gleich nur noch mal zum Bäcker, da hole ich dann ein paar Brötchen. Oh, so. Oh, das war lecker. Hier, Philipp, deiner. Jo, danke. Warte. Oh, also, oh, Judy schlafen. Jo, Wenn du ja, mich das meinst, ja. nee, dich meine ich nicht. Das ist mir schon klar. Ich trinke Oh. mein Wasser. Ich habe schon 3 Kaffee hinter mir. Seit wann bist du schon wach? Bin um 4 Uhr aufgestanden heute, weil ich noch was machen musste. Bin um 5 Uhr dann zum Rathaus gefahren, zum Bürgermeister. Fünf. Naja, um 6 hatte der offen. Boah, ey, du hast so 5 Uhr. Langeweile. Ja, war voll da. Oh, warte mal, hier sind noch ein paar Bonze von gestern Abend. Bäh. Hast du die in der Hand gehabt oder was? Komisch. Ja, auf jeden Fall. Wir dürfen uns denn, weil ich habe jetzt alles bekommen vom Konto und so, vom Oh, Opa. okay. Da ist ein bisschen was drauf auf dem Konto. Und wenn man dann halt hier was machen möchte, dann dürfen wir uns davon jetzt einfach was runternehmen, so viel halt da ist, ne? Okay. Und wie Kohle reden wir? Warte, lass mich kurz auf mein Handy schauen. Er Wir redet nur um Kohle, du. reden, Philipp, ist ja sage und logisch. schreibe 35.000 Euro. So, der pass auf, da drüben steht ein Fendt. Geh mal weg, Philipp. Mensch. Ja. Da Ja, drüben steht ein Fendt, Moment. wollen wir den verkaufen? Nein. Ich würde ja nicht sagen, den Fendt, den könnte man noch gut gebrauchen. Ich würde eher sagen, den komischen New Hollander, der mit dem Frontlader. Immer trommelnde Locken hast und den habe ich mich verliebt. Schönes Naja. Blau. Na, dafür bleibt der andere, der große. Also. Ja. Aber ich muss es halt, wie gesagt, nochmal schnell zum Bäcker. Da habe ich noch ein paar Brötchen. Ihr könnt ja noch drinnen bleiben. Oh, ey, das ist wirklich schön geworden hier. Ja, Und der Rasen ist noch nicht neue ganz. Möbel hast du auch schon gekauft. Ja, der Hey. Rasen ist zwar noch nicht ganz nachgewachsen hinten bei der Garage, könnt ihr mal mitkommen. Der Spielplatz wird auch nochmal neu gemacht. Da kommen ja Wieso? Hast du dann. Kinder oder was? Ja, nicht ich, aber meine Frau. Läuft verheiratet oder was? Ja. Scheiße. Na, hast du noch nicht gesehen in meinem Status damals? Nee. Mag sein. Ich hab dich, nachdem du mich damals so verarscht hast, warst du mir eigentlich sowas von egal.
Gesundheit. Ah, danke. Ja, halt, wie gesagt, ne, die Büsche kommen ja noch alle weg. Na, die Garage könnte man ja auch wegreißen, ne? Na, mal gucken, da kommt vielleicht eine neue hin. Für den Ja. Trabi. Da, ja, mal schauen. Und wie gesagt, dann da kommt hier noch ein neuer Spielplatz hin. Oder vielleicht auch Wie? Sag mal, warte irgendwie. mal, will die Alte hier mit inziehen aus? Und wo sollen wir Nein. hin? Nein, ihr bleibt hier drin in dem Haus. Das Na, könnt wie ihr ja haben. Ich habe doch? mein eigenes Haus da hinten. Ach, der Herr hat sein eigenes Haus. Ich habe damals geheiratet und habe damals schon von meinem Schwiegervater habe ich auch was abbekommen. Wie bist du, wohnst du hier in der Gegend aus? Ja. Nee. Okay. Nachtdorfstädt. Das Fahrrad hier, was hat das hier? Ich nehme es mal mit. Ist bestimmt von Marcel. Naja. Hallo, Philipp, was soll denn das? Ja, was denn? Die Älteren müssen sich auch mobil halten heutzutage. Blöd, Mann. Und müssen sich auch an die Umwelt denken, ja. Na. Dann stellen wir das mal hier So, hin. ich höre noch einen Kaffee. Ah. Ja, ich hole jetzt Brötchen. Was wollt Ah, ihr? nee. Irgendeinen bestimmten Wunsch? Mohnbrötchen oder so? Oder Zwillingsbrötchen oder was weiß Du ich? bist schon so ein Zwilling. Ja. Der sagt, ich erhole Ja, jetzt ab. ein Brötchen, Brötchen, Mann. Ja. Ey, ich will Ja, Brötchen essen. dann kriegst du knüppelharte Brötchen. Mehr Korn und Brezel bitte nur. Ja. Was ist mit dir los, Philipp? Was denn? Gesunde Ernährung? A und O. Du hast Ich auch. frag mal Marcel, ob ich mit dem Trabi fahren darf. Ja, Ich ich will hätte erst das. mal. Hier mal. Ja. Hallo. Marcel, warte kurz. Darf Was? ich mit dem Trabi fahren? Mach doch. Jut, gibst du mir den Schlüssel bitte? Steck. Jut. Philipp ist gleich. Alles gut. Türe hier vom VW zu machen, zuschließen, so. Ach, einmal Oh, kacken. stinkt das hier von Marcel, ey. Bis hierhin, ey. Junge. Ich geh Trabi mal schon lieber was hier hin. Feines. Ha, Junge. Na, Hauptsache hat er sich schon mal eine Toilettenpapierrolle hier ins Auto hingestellt. Scheiße, ich habe mein Klopapier vergessen. Philipp! Ja, Moment, ich hol mal was. Ich komme. Guck Ich komme mal. aber ja. Ich komme aber nicht rein, du. Ich Na, wie will vor willst du die da Tür. solche Tür kriegen, du Knaller? Da, liegt vor der Tür. Na, meinst du, ich stehe jetzt hier auf, oder was? Mach die Tür auf, schmeiß das rein, Mann, du Knaller. Ja, Moment. Oh, warte mal, nochmal hier der Bäcker. Ach, der war ja hier vorne. Warum machst du das Licht an und aus, du Knaller? Ich hab keine hier. Ah ja. Oh, zack, ja, tschüss Au, und da, tschüss. warum, oh, ich schmeiß mir das in den Kopf. Oh, ist das ein Idiot. Naja, der war Ja. ja hier. Licht an. Oh, So, so, tschüss. fertig. Oh, siehst du komisch aus. Stinkt bis hier hin, ne? So. Ach du Scheiße. Ich habe So. einen Unfall gebaut. Oh. So, ich bin fertig. Philipp, du kannst. Ja, ich war aber schon. Kacke. Oh, wenn Marcel den Kratzer am Auto sieht, ey, der macht mich Curry. Wo ist denn der? Komm, wir gehen mal gucken, Marcel. Philipp, wo bist denn du? Ja, Da. hier, vor der Tür. Na, lass uns mal gucken, was der da drüben eigentlich gemacht hat. Ja, ich hätte gerne eine Brezel. Ah, ne, machen wir 5 Brezeln. Ein hartes Brötchen, wenn es geht, wenn sie eins da haben. Und was nehmen wir noch? Ja, 3 Vollkornbrötchen und ein Sesambrötchen. Ja. Achso, und ich hätte gerne einen Kaffee mit Milch und Zucker. Das sieht cool aus, ja. Jo. Danke. Hat er gut gemacht. Tschüss. Oha. Ja. Oh, der Das sieht ganze. immer sehr geil aus, du. Oh, der ganze Müll hier noch in, ey. Boah. Ja, den Müll kann man ja stehen lassen. Das kann man ja später wegmachen. Shit. Sieht aber geil aus. Sieht sehr interessant aus. So. Ja. Also. Jetzt sieht man hier mal die Kronehänger mal besser. Boah, ist das Ding alt. Oh, geht's hier lang nicht weg? Schmuckstück, du. Scheiße, das Ding hat Heckantrieb oder was? Die Ach du gesagt, Himmlige. schon ganz schön in die Jahre gekommen, du. Aber Schmuckstück, du. Sieht Müssen cool wir mal aus. aufbereiten. Ja. Das können wir machen.
Nochmal hier rum. Wir hätten das auch frei gemacht. Ach, jetzt sieht man hier auch den anderen, dieses gelbe Fass da. Ja. Was ist das? Boah. Das ist aber ein Monstergerät. Das sollen die kleinen Träger hier ziehen können, was? Ja, ich guck mal in den Einstellungen nach, was das ziehen kann. Oder was das braucht. Was haben wir das denn hier? Das ist das nicht. Das ist das nicht. Wo sind sie denn, die Jungs? Hören sie nicht mal das Hupen von der Karre? Tür offen. Oh. Wer braucht Jungs? 320 PS. Hallo? Ruft jemand? Was? Ist er ja. Hallo? Ist hier jemand zu Hause? Hey Danny, hier drüben! Ach da! Oh. Ja! Ah, ich lege die Brotscheibe auf den Tisch. Kannst du es bedienen hier nachher? Hier. Sollen wir rübergehen, Marcel, oder kommt der rüber? Ich glaube, der kommt rüber. Okay. Gucken, wie tief das Wasser hier ist. Ah, es geht. Mal. Oh, Pilze sind hier auch gewachsen. Da! Ja. Moin, Philipp! Hallo? Ah, hallo, oh. Danny, hallo. Mein kleiner Krone. Wo ist denn der andere her? Ich weiß nicht, wo Marcel ist. Musst du doch wissen, ja. Ach, ja. Sag ich dir, Marcel. Ach, da ist er ja. Hallo. Na? So, bin wieder zurück. Ja. Wie hat da die Hupe nicht gehört? Das hupt. Ja, mit deinem Trabanthupen? Nö. Nee. Hat nicht gehört. Ah, ich wollte ja mal was gucken. So, was ist denn das hier eigentlich? Was macht man denn hier mit? Hier steht noch Holz. Was ist denn das hier? Ist das die neue Garage aus? Wie das jetzt hier ist. Ja, vielleicht die nächste Garage oder so. Oder halt irgendwie Ersatzteile oder was auch immer. Die Schläuche sind nicht angeschlossen, deswegen kann man den Arm auch so schwer heben. Was? Ja, stimmt. Ah, geht das jetzt geht das. Eine Ballenzange, kann das sein? Ja, das ist durchaus möglich, ja. Was macht man damit? Damit kannst du Ballen aufheben. Ach so. Na, macht Sinn, ja. Hallo? Oder, weiß gar nicht, ja, die Kisten lasse ich da mal stehen. Den könnten wir eigentlich auch nutzen, wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie mal was anheben wollen oder so. Ja, weil ich ja jeden Tag was anhebe. Nee, aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel Ballen haben oder irgendwie Paletten oder so. Ja, da hinten sind noch Ballen, können wir kaufen. Ja, wenn du jetzt keine Kühe da, weil wir ja Kuscheln haben. Ich habe keine Kühe in der Tasche. Mal, wir gucken mal was. Kriegst du einen weg oder zwei? Weiß ich nicht. Ich denke mal ein maximal, oder? Ich denke mal auch. Kommst du denn da oben dran? Das werde ich gleich sehen. Oder man muss beide wegnehmen. Das kann auch sein. Und stopp. Oha. Ich gehe lieber 10 Meter zurück. Ja. Ich vertraue dem Ding nicht. Naja, und Danny weniger. Noch weniger. Na, er macht das aber nicht schlecht, du. Nicht schlecht. Ja, das war ja Opas Liebling. Wer war die mal hier mit hin? Oh, warte mal, hier steckt ein bisschen die Karte an. Ey, der läuft ja noch ganz gut.
bist du denn jetzt, Marcel? In den Fan vorne. So in den Fan? Ein schönes hier. Schönes Ding. Da muss erstmal alles gewaschen werden, ey. Ja, Kerscher werde ich noch kaufen. Aber ich werde gleich nochmal wegfahren mit dem Transporter. Ich muss das Auto vom Opa werde ich verkaufen fahren. Wieso? Ist er denn, weil das ziemlich runtergerannt ist. Okay. Das zu restaurieren brauchst du einen neuen Motor für. Oh. Ja, Motorschaden, also Wasserschaden durch das Hochwasser, was ja hier 2013 war, glaube ich. Der stand ja die ganze Zeit in der Senke drinne und so. Und dann hat Opa den auch nicht genutzt, weil er immer mit Fahrrad gefahren ist. Kannst du mal sehen, was der für Langeweile hatte. Oder halt mit Trecker, ja. Oh, die Rehe hüpfen auch schon wieder hier überall rum. Dann werde ich den verkaufen fahren. Mal gucken, ob wir noch ein paar Tausender dafür kriegen. Also wie die Karre aussieht, wir probieren wir da nicht drauf zahlen müssen. Also ich habe den bei eBay reingestellt gehabt, ja. Ja. Und da hat sich einer gemeldet und der würde noch 35.000 dafür geben. Für die Karre? Der hat noch einen Motor, der hat das gleiche Auto auch gehabt und hatte den Motor aber von dem anderen Auto ausgebaut und hatte, weil die Karosserie von dem anderen Auto komplett kaputt war. Jetzt sucht er eigentlich ein komplett neues Auto deswegen. Ja. Das würde ja passen, denn weil der Motor kaputt, braucht er nur den anderen Motor einsetzen und dann läuft das Ding wieder. Aber die anderen Sachen behältst du dann hier am Hof, oder wie? Mal gucken. Ich habe hier, bei dem hier habe ich auch noch Fehler gefunden. Was willst du eigentlich überhaupt machen? Das überlege ich auch noch. Ich denke mal, dass ich den Hof hier übernehmen werde. Ihr könnt ja mitmachen. Sind wir so ein Familienbetrieb, quasi. Ich mit dir arbeiten. Du musst ja nicht mit mir arbeiten, kannst ja mit Philipp arbeiten. Und du willst mir hier irgendwas sagen, was ich zu machen habe, oder was? Wie soll denn das funktionieren? Kriegen wir uns dann immer eine Wolle. Ganze Knicken. Mit dir arbeite ich geil. Mit dir arbeite ich nicht zusammen. Dann arbeitest du halt weiter in deiner Gummibärchenfabrik oder wo du arbeitest. Das wäre doch interessant, jemanden aufzuleiten. Du bist doch auch nur hier, um die Kohle abzustauben, oder nicht? Naja, du willst du sagen, du nicht, oder was? Naja, auch, aber ich würde dich auch übernehmen. Naja, ich muss ja noch was ändern. Dann nehmen wir die mal ab und stellen die mal hier hin. Oder? Ich glaube, den geilen Wort. Naja, komm, lass ihn doch mal eine Chance. Du, der hat mich damals schon verarscht, Philipp. Ja, damals ist damals. Man gibt da meinst, mal. Ja? Dann meinst du, der hat sich geändert? Na, versuchen kann man es ja immer mal. Du bist doch mal dieser Gutmensch, ey, wie ich dich hasse. Mann, ich geh jetzt frühstücken, lass mich in Ruhe. Ja, besser Gutmensch als Testmensch, wa? Diese Karre, warum springt die denn schon noch nicht an hier? Ja, verkauf doch den Schrott! Kommst das Reh jetzt hier aus Haus? Oh, drehst du hoch hier, Danny, Junge. So ein Penner hat der wirklich ein hartes Brötchen. Oh, das kriegt er jetzt am Kopf. Jetzt hat er hier wirklich ein hartes Brötchen gekauft. Philipp, geh mal weg da! So, ihr Lieben, aber wie es weitergeht und wie ich Benny das harte Brötchen am Kopf schmeiße, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Jo. Und vergesst nicht. Wenn ihr was auf Giants kaufen wollt, nutzt immer schön den Partnercode Dash69. Und genau. Rheinland Agrar. Agrar. Ne, Rheinland. Oder Rheinland. Nur Rheinland, okay. Ja. Steht alles aber in der Videobeschreibung drin. Tut, der war vielleicht frisch im Kopf. Ja. Gut, ihr Lieben, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Ach so, bevor ich es vergesse, schaut auch bei Philipp vorbei. Bis dann.